So, und letzten Endes dürfen wir also hoffen, dass Stuttgart 21 das Projekt kollabiert, wegen der Kosten, wegen der Komplexität, wegen den Risiken. Die Bahn schafft es nicht. Die Leistungsfähigkeit wird im Stresstest erlebbar werden. Dann, und weil es einfach bessere Alternativen kostet, aber es kollabiert vor allem deswegen, wenn Sie sich weiter engagieren. Bleiben Sie am Ball, das ist ganz wichtig. Professor Bodak, wir haben den Abend heute ja überschrieben für einen besseren Schienenverkehr, Bahnhof mit Köpfchen. Ich, im doppelten Sinn oder im vielfachen Sinn natürlich verstanden. Ich glaube, wir haben das Thema ganz gut vorgegeben und Karl-Dieter Bodak hat uns doch einige Ansätze und Ideen geliefert, wie man zu einem besseren Schienenverkehr und zu einem Bahnhof mit Köpfchen, mit Ideen kommen kann. Ich darf Sie nun einladen zur Diskussion. Ich habe nur eine Bitte. Ich brauche jemanden, der mir hilft, denn wir haben hier ein Angelmikro. Und dieses kann man dann immer ein bisschen hinhalten, denn wir haben die Bitte, dass Sie zum Mikro einigermaßen kommen oder ganz laut und etwas langsamer sprechen. Ich darf das einfach sagen, Karl-Dieter Bodak ist ein bisschen älter und ein bisschen schwerhörig geworden und das macht ihm dann manchmal Probleme, die Fragen gut zu verstehen, damit er dann auch die richtigen Antworten geben kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Dann darf ich meinen alten Freund Hartmut Stirner gleich, der ganz nervös ist, schon bitten zur ersten Wortmeldung. Nein, ich bin nicht nervös, eigentlich bin ich gelassen. Aber Herr Bodak, ich schmälere sicherlich Ihr Wissen nicht, wenn ich sage, das ist ja kein Geheimwissen. Und ich frage mich und ich frage Sie, das, was Sie hier vorgeführt haben, das muss doch bei der Bahn bekannt sein. Und warum verfolgen die ein so unsinniges Projekt dennoch weiter? Das, was ich hier sage, ist von der Bahn bekannt und auch anerkannt. Ich bin ja mehrfach mit einem Planer der DB Projektbau abends aufgetreten, ja, in Winnen hier unten und in Reutlingen. Und dann stellt er die S21 vor und dann stelle ich meine Vorschläge vor. In der Diskussion gab es niemals irgendetwas, das er gegen meine Vorschläge vorgebracht hätte. Also ich sehe das auch ganz einfach so, dass das bei der Bahn bekannt ist. Warum verfolgt die Bahn jetzt diese aus unserer Sicht irrwitzigen Pläne? Da gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist ein ganz rationaler. Die Bahn lebt umso besser, je mehr Steuergeld sie bekommt. Wenn Sie ein Unternehmen hätten, wo man sagt, man gibt Ihnen eine Milliarde, dann nicken Sie im Kopf und freuen sich. Dann kommt noch jemand dazu, noch eine Milliarde, dann bauen Sie auch ein Werk für 2 Milliarden. Jetzt sagt Ihnen jemand, das ist unsinnig, hat er gesagt, das ist ja nicht mein Geld, die wollen das so haben, also machen wir das. Also es ist für mich hier ein wesentliches Versagen der Politiker im weitesten Sinn, sowohl im Stadt, Land, Bund, die, ich sag mal, mit dem Steuergeld relativ leichtfertig den Argumenten der Bahn glauben. Wir bauen, es wurde erzählt, zunächst doppelte Leistungsfähigkeit und was weiß ich, in 5 Minuten hier und dahin, was wenn eine Nachprüfung gar nicht standhält, die haben das Geld genehmigt. Und Herr Grube hat mir auch gesagt, sage ich, Herr Grube, wie können Sie sowas weitermachen? Hat Herr Grube gesagt, Herr Bodak, ich bin Vorstand einer Aktiengesellschaft, die Aktiengesellschaft ist gegründet worden, um Gewinn zu erzielen. Und solange ich da Steuermilliarden bekomme, baue ich das, was die da wollen. Und das ist das eine. Und meine Damen und Herren, das führt natürlich auch insofern zu Auswüchsen. Oder Auswüchse ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wenn wir alle besorgt sind, wie unser Steuergeld verwendet wird, dann ist dieses System natürlich geradezu entgegensetzt. Es wird nämlich hier maximal Steuergeld verbraten, verbraucht, wo wir eigentlich der Meinung wären, wir sollten ein Minimum da einsetzen. Früher musste die Bundesbahn bei allen Vorhaben selbst
Teile mitfinanzieren. So ist das heute auch, wenn eine Firma einen Zuschuss kriegt, EU oder was immer, dann kriegt die 1, 2, 5, 10, 50% und muss selbst etwas finanzieren, damit sichergestellt ist, dass sparsam und wirtschaftlich geplant wird. Der MEDON hat erreicht, dass die Bahn keinerlei Eigenbehalt mehr anbringen muss bei den Neubauvorhaben. Es wird alles bezahlt. Und zusätzlich hat Herr MEDON erreicht, dass er 17% des Bundesgeldes oder Steuergelder von vornherein per se als Eigenanteil kassieren darf. Also, das ist ja, verstehen Sie, nichts ist besser als noch eine Milliarde, noch eine Milliarde, noch eine Milliarde, 17%, 170 Millionen von jeder Milliarde darf die Bahn per se schon mal behalten. Der Rest muss natürlich mit Abrechnung belegt werden. Meine Damen und Herren, solange das so ist, müssen Sie sich darauf einstellen, dass eben alles teuer und aufwendig ist. Der dritte Grund, dieses Projekt ist von Herrn Dürr eingefädelt worden, der hat das vorgegeben, obwohl die Bahnkollegen alle sahen, dass das unsinnig ist. Herr Dürr war aber ein, sage ich jetzt mal, pharaonischer Herrscher, ein autoritärer Vorstand, der keinerlei Diskussion auch in irgendeiner Weise duldete. Es gab das, ja, ich war direkt Herrn Dürr unterstellt, versteht jeder, sagt, wer bei Herrn Dürr was sagt, ist schon verloren. Also, und deswegen gab es da keinen Widerspruch. Wenn einer Widerspruch macht, ist er sofort versetzt, beseitigt und ist weg von seinem Posten. Also, das ist ein dritter Grund vielleicht, wie eine solch geradezu aberwitzige Planung in die Welt kommt, in die Planung kommt. Denn jeder Experte, der den Stuttgarter Grund, der die Schwäbische Alb kennt und so weiter, sagt, um Gottes Willen, hier baut man keine Tunnel. Man baut nicht einen solchen Bahnhof ins Grundwasser mit dem Mineralwasser, mit den ganzen Problemen und der Anhydrit da und so weiter. Also jeder, der da gefragt wird, sagen, das machen wir auf keinen Fall. Aber Herr Dürr hat gesagt, so wird es gemacht und dann wurden Leute eingestellt und die arbeiten jetzt dran und leiden. Meine Damen und Herren, die Planer der Bahn haben entsetzliche Arbeit die letzten Jahre. Glauben Sie mir, dass etliche Leute wirklich nicht mehr schlafen. Ich habe mehrfach nachts Anrufe bekommen von Planern. Stell dir mal vor, die rufen nachts an. Ja, meine Frau geht ans Telefon, weil sie ja zu viel aufhört. Ich gehe nachts nicht ans Telefon, wir haben auch kein Telefon am Bett. Ich weiß, was da wirklich bei den Planern los ist, aber die stehen unter extremer Kasernierung, Geheimhaltung, Abschottung, dass keiner davon in die Öffentlichkeit kommt, es sei denn, es passiert doch einiges. Ja? Wer war der Herr Dürr? Herr Dürr war Vorstand der Deutschen Bahn. Aber weitere Fragen. Er hat die AEG abgewickelt zum Beispiel. Ne? Ich darf da noch eins dazusetzen, vielleicht zu dem, was Karl-Dieter Bodak gerade gesagt hat, zur Neubaustrecke. Vor wenigen Wochen, also vor der Wahl, war ja Fricke aus dem Bahnvorstand, nicht? Herr Fricke aus dem Bahnvorstand oben auf den Filtern, auf Einladung der Filtergemeinschaft. Und er hat dort mit dem Winnie Herrmann ja eine Diskussion gemacht, die können Sie übrigens, dauert allerdings 2,5 Stunden, auf YouTube nachhören und nachschauen. Und da hat der Fricke zum Beispiel gesagt, wir die Bahn wollten die Neubaustrecke überhaupt nicht. Wir wollten eigentlich die Filztalstrecke aufrüsten und lärmmindernder modernisieren. Die Politik hat diese Neubaustrecke gewollt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr sie bezahlt, dann machen wir sie natürlich. Kein Problem für uns. Nicht? Denn Bodak hat ja das vorher dargestellt. Nachher verdient ja die Bahn nur mit der Strecke dann wiederum. Nicht? An den Nutzungskosten. Also da muss man einfach mal die Abläufe sehen. Und dann war ja das Projekt begraben. Nicht? Und Oettinger hat es ja wieder ausgegraben erst. Nicht? Ludewig hat es ja Anfang der 90er begraben, das war der Einzige, der ein bisschen was von Geld offensichtlich verstanden hat. Der kam aber eben nicht aus der Industrie oder aus der Politik direkt, nicht? Sondern der war ein Stück weit unabhängiger. Und Oettinger hat es wieder ausgegraben, um eigentlich seine nächste Wahl zu retten. Als er dann gemerkt hat, die kann man auch nicht mehr retten, ist er ja weggegangen, nicht? Das wissen wir ja. Also, das einfach so zum Zusammenhang. Ich schlage vor,
dass nachher nochmal Sie, Herr Bodak, auf die Thematik Lärmschutz eingehen, das ein bisschen erläutern, wie ein moderner Lärmschutz bei Zügen und auf den Gleisen aussehen kann, denn das ist natürlich auch immer wieder ein Thema, das wir hier im Remssaal zu hören bekommen, das ist gar keine Frage. Jetzt hatte ich da eine Wortmeldung. Okay. In Kurzfassung, haben wir eine Gewähr dafür, dass die Bahn, was die Krusten angeht und was den Stresstest angeht, wirklich mit offenen Karten spielt? Denn das ist entscheidend dafür, dass wir aussteigen können. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, die Bahn hat die Stresstests in hundertfacher Weise durchgespielt. Die haben mir das Rechenprogramm von der SMA in dutzendfacher Auswertung. Die haben alle denkbaren Fahrplanvarianten hat die Bahn durchgespielt. Und man wird uns irgendeine Fahrplanvariante dann darstellen. Und die werden wir kritisch prüfen müssen. Die kann man ja prüfen, indem man die Anschlüsse feststellt, wie viele Umsteigezeiten sind da gegenüber heute. Und welche Zugfolgen, wie dicht fahren die Züge hintereinander? Wenn sie alle 2 Minuten einen Zug fahren wollen, dann weiß jeder, dass wenn bei einer Minute Verspätung schon der nächste Zug auch verspätet ist. Also die Qualitätsmerkmale, die werden wir feststellen und die wird man sicher diskutieren. Und die Kosten? Die Kosten sind ja auch entscheidend für die Kosten. Da müssen wir die Bahn wirklich wirklich noch intensiv unter Druck setzen, weil eine Kostenvorkalkulation bei solchen Projekten noch nie zu einem realen Ergebnis geführt hat. Das müssen wir einfach vertreten. Es gibt kein einziges Beispiel einer Neubaumaßnahme der Bahn, die also über 500 Millionen gekostet hat, wo es gelungen ist, also mit plus minus 10 oder 20% die Kosten einzuhalten. Das ist noch nie gelungen. Herr Käfer hat mir gesagt, Herr Bodak, wir haben jetzt in Leipzig ganz neue Verfahren und so weiter. Und sage ich, Herr Käfer, der Erfolg, jetzt schon 70% drüber. Ja, leider ist das nicht gelungen. Es wird nicht gelingen, es wird auch bei Stuttgart nicht gelingen, meine Damen und Herren. Ergänzend dazu noch, jetzt haben wir den Herrn Herrmann als Verkehrsminister. Und der wirst du nur ein paar Leiche finden. Jetzt ist die Strecke Transversale Paris komischerweise nach Bratislava, warum nicht nach Budapest und noch weiter, immer genannt worden als wichtiger Punkt. Ist, sagen wir, vernünftig. Aber wenn hier gesprochen wird, redet zumindest hier in der Gegend niemand, was eigentlich von Ulm nach München passiert mit der Bahnanlage und von München weiter, also Richtung Österreich. Da hört man wenig hier. Vielleicht liegt es an der Presse, das weiß ich nicht, aber ich höre da ganz wenig. Wird das ausgebaut genauso zügig, wie das hier geplant ist, oder dümpelt es auch vor sich hin? Dann wäre das ja nur eine kurze Strecke, was schneller gehen würde. Wenn ich da was hören könnte, das wäre mir mal recht. Also diese Korridore hat die EU definiert als Verkehrskorridore. Das ist ein Verkehrsstrom. Das ist zunächst mal gar nicht Hochgeschwindigkeit, sondern das sind Verkehrsströme im Güter- und Personenverkehr, gehen hier Ost-West. Ja? Paris-Bratislava ist die 17, Korridor Nummer 17. Der erste ist ganz wichtig, das ist die 17. Die Ziffer zeigt es, also nicht sehr bedeutend. Dieser Korridor soll ausgebaut werden. Und tendenziell über... Ja? Und dieser Ausbau ist auch im Gange, weil dieser Korridor von München über Mühldorf nach Linz führt. Dort ist die Strecke großenteils eingleisig und nicht elektrifiziert. Und hier bittet und arbeitet die EU-Kommission, dass diese Strecke auf 2 Gleise ausgebaut und elektrifiziert wird. Überhaupt nicht hochgeschwindig, sondern dass man einen durchgängigen Güterverkehr fahren kann, weil die Route über Rosenheim-Salzburg belastet ist durch die Brennerstrecke, geht dieser EU-Korridor 17 über Mühldorf. Aber München ist natürlich als Kopfbahnhof da, kein Mensch beanstandet diesen Kopfbahnhof. Und es scheint hier durchaus sinnvoll, München-Mühldorf wird jetzt ein Stück weit das zweite Gleis gelegt und es soll auch irgendwann hoffentlich elektrifiziert werden. Aber mit Hochgeschwindigkeit und so weiter ist ja gar keine Elektrifizierung, ist ja gar nicht dran gedacht.
Ja, dann hier vorne, der Herr Neumann, bitte. Ja, ich wollte eigentlich schon im Mai vergangenen Jahres eine wichtige Frage beantwortet haben, die mir aber nie beantwortet wurde, nämlich ist der Energiebedarf eines unter der Erde liegenden Durchgangsbahnhofs überhaupt ermittelt worden? Wurde errechnet, ob ein Bahnhof unter der Erde auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden darf? Kann und Indien und China zum Beispiel wollen in den nächsten 15 Jahren für ihre Milliarden Menschen den gleichen Lebensstandard einführen, wie wir ihn haben. Das hat eine unvorstellbare Steigerung des Energiebedarfs zur Folge, der sich auch bestimmt abschätzen lässt. Aber ist das je berichtigt worden? Können wir nicht froh sein, dass wir jetzt einen Tageslicht funktionierenden Kopfbahnhof haben? Und jetzt ist ja nur noch diese Sache in Japan passiert. Seit Japan ist ja nun also die Energiebedarf nochmal in der Diskussion, aber über den Kopfbahnhof und darüber wird weder gesprochen noch geschrieben. Also mir ist nicht bekannt, dass der Energiebedarf ermittelt wurde. Weder für den Kopfbahnhof, der natürlich mit seinen vielen Rolltreppen, Aufzügen, Beleuchtung erheblich aufwendiger ist. Er ist auch deswegen aufwendiger, weil die Züge tiefer runterfahren, der Tiefbahnhof fahren tiefer runter. Die müssen beim Haltebremsen die Scheibenbremsen betätigen, sonst können sie den Zug dann nicht anhalten. Damit geht die Energie verloren. Ja? Das bestenfalls heizt das da unten ein bisschen, ja? Für die Bremsenergie. Und das Auffahren auf den Flughafen oben, wo er gleich nach Wendling runterfährt, ist natürlich auch ein ökologischer Unsinn. Und erst recht, in 160 Meter Höhe über die Alp zu fahren, wo Amstetten 160 Meter niedriger ist. Es ist einfach unverantwortlich. Und mir ist natürlich in hohem Maße schleierhaft, wie die Grünen, gerade die Grünen, diese Neubaustrecke gutheißen können. Ist mir unerklärlich. Der Energiebedarf ist einfach wesentlich höher. Ein ICE-Halbzug wiegt schon 450 Tonnen, ein Ganzzug 900 Tonnen. Jetzt, jeder kann mal auf dem Rechenschieber oder Rechner ausrechnen, wie viele Kilowattstunden sie brauchen, um da hochzukommen. Natürlich, ich habe erwähnt, man kann beim Bremsen Energie zurückgewinnen, aber niemals die gesamte Energie. Okay, jetzt haben wir den Herrn Stürmer hier nochmal. Meine Frage, die damals, die vorhin die DB betraf, Ihre Antwort hat mich zufriedengestellt, wenn auch nicht natürlich zufriedenstellend für mich. Jetzt richtet sich meine Frage an die Politik, die haben Sie ja auch erwähnt. Es ist mir einfach ein Rätsel und Sie werden vielleicht da keine bindende Antwort geben können, vielleicht Klaus, du eher. Es ist mir ein Rätsel, der Drexler oder Schmiedl und so weiter und der SPD, die sind doch auch vernünftige Menschen, die kennen doch diese Argumente, haben sie doch auch. Und jetzt frage ich mich, warum entscheidet dann die Politik, die Sozialdemokratie in solchem Maße gegen die Überzeugungskraft dieser Argumente? Ja, vielleicht wird da auch noch was dazu sagen, aber ich muss einfach spontan sagen, schauen Sie mal, vor 20 Jahren war die Deutsche Bahn noch eine deutsche Bundesbahn. Und es war gang und gäbe, dass die Beamten der Deutschen Bundesbahn in Parlamenten, Verkehrsausschuss, Auskünfte erteilten. Die waren Beamte, die waren mit einem Eid verpflichtet, zum Wohle des deutschen Volkes alle Aussagen zu treffen. Und ich habe das vielfach auch im politischen Raum gearbeitet und nie und nimmer hätte mich irgendein Vorstand dazu veranlassen können, irgendeine Behauptung oder irgendetwas zu sagen, aufzustellen, dass, ich sag mal, der Gewinnermittlung dient oder Falschaussagen, de facto falsche Prognosen zugunsten irgendeiner Sache, die nur Geld in die Kasse schaufeln. Und dies haben die Politiker offensichtlich nicht bemerkt, dass 1994 die Bahn in eine Aktiengesellschaft verwandelt wurde. Die Beamten sind aus nahezu allen Führungskräften in Führungspositionen beseitigt worden, pensioniert worden, wie immer. Und jetzt sitzen dort Angestellte, die haben die einzige Verpflichtung, Geld in die Kasse zu bringen und jeder wird daran gemessen, mit Prämien, welche Gewinne sie erzeugen.
Ganz einfach, die Firma ist völlig umgestellt, nicht? Ja? Auf Gewinnerzielung. Das ist die Aufgabe der Aktiengesellschaft. Und jetzt stehen die Leute da und gehen ins Parlament und sagen, pass auf, meine Herren, für eine Milliarde fahren wir doppelt so viel und pass auf. Und die erzählen das alle, dass das irreal ist. Das ist ja, das, und die Politiker haben es versäumt, ich sage mal, auch alle Fraktionen, wirklich festzustellen, da steht ja ein Vertreter einer Aktiengesellschaft. Sagen wir so, bei Daimler-Benz, wenn die Daimler-Benz mal bieten, eine Milliarde, was sie dafür machen können, da würde bei Daimler-Benz auch sagen, wir bauen ein neues Werk, das und jenes, machen sie und tun sie Hälfte. Und dies ist nicht realisiert und daraufhin haben die Politiker, ich sage mal, im blindem Vertrauen, ja, dass so etwas für ein paar Euro und für doppelt so viel und alles hervorragend und 10 Minuten hier und da und alles, ja, das war von vornherein alles falsch behauptet, geht so gar nicht, völlig irreal. Und jetzt haben die Politiker diese Milliarden beschlossen, für mich auch unfassbar, das sind so wahnsinnige Beträge, ja, dass die Stadt Stuttgart mit, nach wenigen Stunden Diskussion da 435 Millionen Euro bezahlt. Hey, wenn die 5 Minuten einen Bahnexperten gefragt hätten, ich sage mal, wenn ich ja 5 Minuten Redezeit gehabt hätte, irgendeiner von der Bahn, einer von den tausenden Beamten, hätte den Abgeordneten gesagt, Leute, dieses Gelände ist dem Bahnverkehr gewidmet. Eine Umwidmung eines Bahngeländes in städtisches Grund geht nur, wenn im ganzen Europa kein einziger mehr wirklich da einen Zug fahren will. Sobald nur einer einen einzigen Zug pro Woche da fahren will, geht die Entwidmung der Gleisanlagen nicht. Ihr kriegt niemals, ihr halt das für völlig ausgeschlossen, dass ihr je das Gelände des Kopfbahnhofs entwidmet kriegt. Ihr kriegt vielleicht die Hälfte, 2/3 entwidmet. Die Schweizer Bahn will fahren, die Veolia will fahren. Sie können keinen Dieselzug da reinfahren. So weiter. Braucht nur einer zu kommen, Freizeitverkehr zu machen. Also ich habe schon im Bahnfreund gesagt, wir kaufen einen alten Schienenbus für ein paar tausend Euro, kriegen Sie. Wir fahren einmal pro Woche über die Gaubahn da rein. Da kann die Bahn machen, was sie will. Die einmal pro Woche ist die Strecke nicht zu entwidmen. Es gibt viele solche Beispiele, meine Damen und Herren. Ja? Also es ist unfassbar, mit welcher... So, und jetzt müssen Sie die Politiker verstehen. Die haben das jetzt beschlossen. Die sind einfach gutgläubig, guten Glaubens. Das ist auch etwas eigentlich Positives. Guten Glaubens haben die gesagt, naja, wir werden die Grundstücke schon irgendwann kriegen. Und so weiter. Und haben das da beschlossen. Und jetzt ist es natürlich ganz schwer, stellen Sie mal vor, die das davon abzubringen, dass sie dann Fehler gemacht haben. Wir müssen einfach sagen, wir haben da vor 5 oder 10 Jahren fahrlässig gehandelt. Wir haben versäumt, wirklich mal Fachleute zu haben. Wir haben versäumt, ein unabhängiges Gutachten einzuholen. Und das ist natürlich schlimmer, wenn ein Kindergarten für 1 Million umgebaut wird, dann fragt man 6 Architekten, macht einen Wettbewerb und so weiter. Also einer noch 10.000 Euro billiger kriegt, der einen Auftrag. Da wird um jede 1.000 Euro gerungen. Und da stehen 435 Millionen an. Naja, gut, der Bahn sagt das. Also ist das. Also es ist einfach ein Sachverhalt, verstehen Sie, eine schlimme Misere ist jetzt auch für die Politiker entstanden. Das ist meine Interpretation. Aber Herr Riebel... Ja, jetzt muss ich ja was sagen. Ich sag das schon, was dazu, ihr habt da keine Probleme damit, das weiß ja jeder natürlich. Es sind heute ungefähr so, ich habe es mal geguckt, so unter den 130, die da sind, ungefähr 15 bis 20 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten da. Ich bin auch da, du siehst ja, es gibt vernünftige Menschen in der SPD. Nee, Spaß beiseite. Meine Hoffnung ist folgende, dass nächsten Mittwoch, so hoffe ich, wird Winfried Kretschmann zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Und diese Koalition hat nur 4 Stimmen Mehrheit. Da dürfen keine 2 ausbüchsen und einer noch einen falschen Stimmzettel abgeben, dann ist es passiert sozusagen. Ja? Das ist das Dumme bei der Geschichte. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wenn dieser Akt vollzogen ist, erfolgreich vollzogen ist, was wir uns ja eigentlich alle wünschen, dass dann, und der Stresstest kommt und die Minister im Amt sind und neuer Infrastrukturminister und Verkehrsminister in diesem Land,
am Ruder ist, dass dann eine andere Diskussion und auch eine andere Diskussionskultur entsteht. Das ist meine Hoffnung. Denn ich möchte nicht verschweigen, die, die sich darum kümmern, wissen das. Es gibt in der SPD Abgeordnete, Sie brauchen nur mal auf Rivoirs Homepage, der ist Abgeordneter in Ulm, gehen. Der wollte keine Volksabstimmung und er wollte auch keinen grünen Ministerpräsidenten. Hat er deutlich auf seiner Homepage gesagt. Nicht? Es gibt solche Dinge. Und ich glaube auch, dass Nils Schmidt ein Stück weit von den Drexler und Schmiedels buchstäblich eingemauert wurde. Wenn du wackelst, dann wackelt alles. Nicht? Ich will nicht verschweigen, dass es in der SPD Menschen gibt, die viel lieber eine schwarz-rote Koalition gehabt hätten. Sie drängten ja ins Amt. Nicht? Sie sind jetzt im Amt und sie sind doch von den Grünen auch gar nicht schlecht bedient worden, sage ich mal, oder verhandelt worden. Es ist doch eine faire Geschichte gelaufen. Nicht? Die SPD kann sich überhaupt nicht beklagen. Sie sollte allerdings auch nicht durch die Lande gehen und meinen, sie habe gewonnen. Nicht? Eine Wahl kann man nicht im Nachhinein gewinnen. Doch man kann sie gewinnen, indem man gute Politik macht. Dadurch kann man sie gewinnen dann. Nicht? Aber dazu muss man dann die gute Politik auch machen. Wir werden am Samstag zum Beispiel beim Landesparteitag einen Informationsstand haben. SPD-Mitglieder gegen S21. Und wir machen einfach weiter. Wir sind jetzt eingeladen, wenn ich nach der SPD gefragt werde, sage ich das hier. Wir SPD-Mitglieder gegen S21 sind eingeladen auf nächste Woche zum Aktionsbündnis. Die wollen mit uns diskutieren, ob wir dort ein Teil des Aktionsbündnisses werden. Und wir werden das diskutieren miteinander. Denn das ist wie mit dem Faktencheck. Man kann ja zum Faktencheck stehen, wie man will. Aber eines ist unbestreitbar. Durch den Faktencheck sind halt viele Fakten, wenn auch nicht alle, auf den Tisch gekommen. Stellen Sie sich mal vor, ob die Wahl ohne den Faktencheck gewonnen worden wäre. Ich glaube nicht. Denn es wären viele Wahrheiten nicht auf den Tisch gekommen. So sehen Sie. Denn vorher wussten wir weniger. Aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Auch bei den Gegnern ist man halt unterschiedlicher Meinung in manchen Dingen. Das muss man aushalten. Nur eines ist klar. Wenn es immer heißt, die SPD hat die Meinung, dann stimmt das eben nicht. Das wissen übrigens auch alle Menschen, die sich mit der Thematik befasst haben. Das wissen die längst. Ja. Wer es noch nicht so nachvollziehen kann, gehen Sie einfach auf YouTube. Sie brauchen nur meinen Namen und Weiblingen eingeben. Dort stehen alle unsere Aufrufe auch. Die Filme brauchen Sie nicht angucken. Bei der Großdemo waren Sie ja, als ich gesprochen habe. Nein, dort stehen auch unsere Aufrufe und die werden nicht vergessen sein. Ja, die werden nicht vergessen sein. Und wenn wir vielleicht dann ein Teil des Aktionsbündnisses werden, mit wir meine ich die SPD-Mitglieder gegen S21, dann werden wir vielleicht noch mehr wahrgenommen. Nicht? Und dann wird man sehen, eine Partei ist immer im Prozess. Und ich bin gar nicht so pessimistisch. Schauen Sie sich die Wahlbeteiligung beim Mitgliederentscheid jetzt, bei der Mitgliederbefragung halt, war es ja nicht ein Mitgliederentscheid, bei der Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag an. Tja, wenn man das Quorum wie bei der Volksabstimmung in Baden-Württemberg angesetzt hätte, wäre die Mitgliederbefragung gescheitert. Sie hat das Quorum nicht erreicht, meine Damen und Herren. Entschuldigung, wollen wir doch immer sauber diskutieren, nicht? Natürlich ist es ein Erfolg, dass 97%, glaube ich, sind zugestimmt haben, aber haben Sie was anderes erwartet? Wir wollen diese Regierung, okay? Wir wollen sie ja, dann kann man ja nicht dagegen sein. Also das ist der Punkt und ich denke, da werden wir weitermachen können und ich bin da gar nicht so pessimistisch. Ich bin der gleichen Meinung wie Bodak, mit dem Stresstest wird das Projekt erledigt sein. Da bin ich ziemlich sicher. Hartnäckig die Fakten auf den Tisch bringen. Jetzt habe ich Sie da außen. Bitte, ja.
Ja, wir haben da jetzt nicht nur diesen Standartartikel gelesen mit den erstaunlichen Enthüllungen, auch zum Beispiel zum Signalsystem, das dazu der Bahnhof verlangt, ne? Neue Signale in den Zügen und viele andere Dinge, die noch problematisch sind für das Projekt. Wir haben auch von dem Projektmanager, dem Azer, erfahren, dass er sehr kritisch die Finanzierung sieht und meint, dass es gerissen wird. Ich würde wohl Sie fragen, wie Sie das einschätzen, dass wir hier in der Öffentlichkeit jetzt die roten Lämpchen mitkriegen, die intern in der Bundesbahn schon angegangen sind. Ja? Und vielleicht noch eine zweite Frage, falls Sie den Vertrag kennen, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, wie ist denn das denn, wenn jetzt die Latte gerissen wird und die Finanzierung nicht ausreicht, muss dann das Land immer noch einen Schadenersatz bezahlen oder hat die Bahn den schwarzen Peter? Also zunächst einmal die Mängel, die Sie angesprochen haben. Einmal das fehlende Signalsystem. Also es ist die Bahnanlage S21 haben keine Lichtsignale mehr. Sie sollen nur mit dem ECTS-System ausgerüstet werden. Jeder, der Bahnverkehr kennt, weiß, dass das zu gravierenden Beeinträchtigungen führt. Denn irgendein Zug fällt der Rechner aus, der bleibt liegen und dann kann der nur noch auf Sicht aus der Strecke rausgefahren werden. Das heißt mit Schrittgeschwindigkeit. Also und das passiert jede Woche mehrfach. Glauben Sie, es fahren hier hunderte von Zügen. Und auch deswegen hat jede deutsche Bahnstrecke heute die Lichtsignale. Und ich habe kürzlich mit Lokführer gesprochen, jede Woche Licht auf irgendeiner Schnellfahrstrecke, wo jetzt die LZB auch so ein automatisches, bleibt irgendein Zug, fällt der Rechner aus, und dann wird mit Lichtsignalen weitergefahren. Das ist ja undenkbar. Also, und dann habe ich die Planer gefragt, Leute, Sie seid, ist doch unfassbar für einen Eisenbahner, so eine Strecke zu bauen, die deren Funktionieren davon abhängt, dass sämtliche Züge, alle Rechner intakt sind und dass wenn ein Zug da liegen bleibt, geht doch nichts mehr. Verstehen? Hat er gesagt, natürlich, Herr Bruder, haben Sie recht, das ist völlig klar. Sag ich, aber wie könnte denn das? Er sagte, wir haben keine Bestellung für die Lichtsignale. Jetzt sage ich, aber jetzt plant ihr 15 Jahre lang und ohne Lichtsignale. Er sagte, wir haben an DB Netz geschrieben, die sollen uns doch eine Bestellung geben, uns Planern Lichtsignale einzubauen. Ja, sage ich, und? Ja, da kommen keine Antworten. Also, jetzt ist so, natürlich baut, warum bestellen die Lichtsignale nicht? Ich sage mal, das kostet 100 oder 200 Millionen, ich weiß den Betrag nicht, aber es kostet viel Geld, da muss ja verkabelt werden, da müssen ja Punkte am Ding und so weiter. Und da müssen ja die automatische Blocksicherung, diese Indusi da eingebaut werden. Ja? Die bestellen das natürlich nicht aus meiner Sicht, weil das kostet 100, 200, 300 Millionen mehr und sofort sind wir über die 4,5 Milliarden. Und also so ergibt sich jetzt eine Misere nach der anderen, die Planer natürlich wissen, die sie aber nicht abstellen können. So ist damit Ihre Frage ein Stück beantwortet. Wer kommt dafür auf, wenn jetzt die Latte gerissen wird? Also, wer ist verantwortlich dafür? Das müssen Sie mich nicht nageln jetzt. Ich bin ja kein Vertragsexperte, bin kein Jurist. Aus meiner laienhaften Vorstellung, aus meiner, ja, muss ich einfach sagen, die Bahn hat den Parlamenten Dinge versprochen, die sie nicht einhalten kann. Und deswegen meine ich, dass nicht die Last des Ausstiegs, die Bezahlung der entstandenen Kosten allein den Öffentlichkeit angelastet werden kann. Das ist aber meine laienhafte Überzeugung. Und dann ist es natürlich so, dass die Rückzahlung der Grundstückskosten zum Beispiel an die Stadt Stuttgart ja keine Kosten darstellen. Also diese 1,5 Milliarden, die Herr Grube da nennt, bestehen großenteils aus Rückzahlungen. Ja, muss man Geld zurückgeben. Das sind aber keine Kosten, sondern dann ist die Bahn, hat Geld gekriegt und dafür nichts geleistet, dann muss das Geld zurückgeben. Aber das sind keine Kosten. Ich habe eigentlich eine Rätselliste, aber haben Sie dazu noch eine Wortmeldung? Ja, und zwar eine technische Frage. Wir haben das mal so durchgespielt zu Hause und zwar hat die Bahn ja über, glaube 108 Doppelstock-ICEs bestellt. Ja? Und wir haben ausgerechnet,
wie hoch ein Doppelstockzug ungefähr sein müsste, mit sagen wir, Radius vom Rad, der ja, auf dem man ja nicht laufen kann, ne? Das ein Stück runter geht in die Gleisanlage. Dann die, also muss er mindestens ein Mensch mit 2 Meter, also gibt da große Leute reinpassen, das heißt 4 Meter, plus Raddurchmesser und dann die Stromabnehmer, oder werden die dann unten übers Gleis mit Strom versorgt? Weil die durch, also wenn es stimmt, dass die dort einfach, Durchmesser, das sind die gleichen die Doppelstockwagen, die heute nach Tübingen fahren. Ja, und die gleichen Wagen. Dann in Bahnhof, in diese die können im Tiefbahnhof fahren. Uneingeschränkt fahren. Die entsprechen ja voll dem Profilen und so weiter. Kein ja Problem. Ja? Die können absolut fahren. Die haben über den Rädern natürlich keinen Doppelstock. Der Trick ist, dass der Doppelstock nur zwischen den Rädern ist. Und wo die Räder sind, ist natürlich nur ein Stockwerk, so wie sie heute da auch fahren. Okay. Gerne. Ich habe eine kurze Frage, was ich auch nicht verstehe. Meines Wissens befinden Sie hier in einer Wiese. Muss ich mal. Also meines Wissens müssen Sie hier in der Wiese, wenn Sie ein Gartenhäusle hinstellen wollen, das genehmigen lassen. Wie ist es möglich, wenn da manche Strecken noch nicht genehmigt sind, dass die einfach weiterbauen? Angeblich bauen die auch jetzt noch weiter. Wie ist das mit? Das geht doch normal gesetzlich gar nicht. Da muss doch jemand nachkommen, was machen. Also so, es gibt die ganze Planung ist in, ich sag mal, 20, 25 Genehmigungsabschnitte unterteilt, und es sind, ich weiß nicht, für 50-60% der Genehmigungsabschnitte Planfeststellungsabschnitte, heißt das, die Genehmigung erteilen. Da kann die Bahn im Prinzip bauen. Ja? Und das sind aber immer Stücke, und der Rechtslage in Deutschland ist so: Sobald ein Stück genehmigt ist, ist das Baurecht erteilt. Und da ist, ich habe also das Eisenbahnbundesamt deswegen extra angeschrieben, dass es natürlich ganz schlimm ist, wenn man irgendein Streckenstück baut, das ist auch schon passiert, und jetzt wird das nächste Streckenstück in einer anderen Weise genehmigt. Und jetzt muss man den vorhandenen Bau umbauen, um in dieses neue Stück anzuschließen. Einer der Gründe für Mehrkosten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Deswegen, nachdem das gravierende hunderte Millionen gekostet hatte, hat auf Druck des Bundes der Vorstand der Bahn 2002 erklärt, sie werden in Zukunft bei allen großen Projekten, mit Klammer auf beispielsweise auch Stuttgart 21, den Bau erst dann beginnen, wenn alle Planfeststellungsverfahren abgeschlossen sind. Schriftlich erklärt worden, wer will, kann das, ja. Und trotzdem baut man jetzt Stücke, obwohl das nächste Stück noch nicht genehmigt ist. Ja, das Schlimme ist, das ist auch nicht im Verfahren. Man kann auch, wenn ein Verfahren läuft, die Einsprüche alles abgearbeitet sind, keiner klagt, dann weiß man, das wird wohl voraussichtlich so genehmigt werden. Aber beim Flughafen ist ja noch nicht mal eingereicht. Ist ja alles zurückgewiesen, alle Pläne zurückgewiesen. Man weiß also de facto nicht, wie da die Anlage überhaupt aussehen wird. Und das ist für mich wirklich fahrlässig, jetzt den Bau hier in Stuttgart zu beginnen. Also ich möchte dazu auch ganz kurz etwas sagen, weil das in der Tat eine rein juristische Frage nach euch zunächst mal ist. Die SPD-Mitglieder gegen S21 lassen im Moment von den Juristen gegen S21 genau diese Frage prüfen. In dem Beschluss, Planfeststellungsbeschluss des Regierungspräsidiums steht tatsächlich wörtlich drin, oder Andrioff hat es damals zu Protokoll gegeben, dass erst begonnen werden kann, wenn alle Planfeststellungsverfahren sozusagen durch sind. Und der Punkt ist ja nicht gegeben, und das lassen wir im Moment juristisch tatsächlich prüfen. Denn da steckt ein Punkt. Aber ich möchte auch hier etwas Selbstkritisches sagen. Das gilt für alle im Grunde genommen. Man hätte sich viel früher eigentlich in die Planfeststellungsverfahren reinknien müssen. Und man hätte es wahrscheinlich geschafft, sie zu Fall zu bringen. Das hat man in den 90er Jahren und in den anfänglichen Jahren dieses Jahrzehnts leider versäumt. Ich möchte ein Beispiel Ihnen geben, damit Sie verstehen, dass man tatsächlich etwas erreichen kann. Hätte man sich in die Planfeststellungsverfahren zu S21 und auch Neubaustrecke so reingekniet, wie zum Beispiel in Arge Nordost,
in das Planfeststellungsverfahren zur sogenannten Andrijovbrücke über den Neckar, dann wäre S21 niemals planfestgestellt worden. Dann wären wir vielleicht im 10. Planfeststellungsverfahren jetzt. Aber es wäre nie planfestgestellt worden. Diese Mühen muss man sich halt in einem Rechtsstaat machen. Und hier sind die Mühen gemacht. Bis heute ist diese Brücke nicht planfestgestellt. Nee, sie ist eigentlich im 3. Planfeststellungsverfahren. Und das wird wahrscheinlich gar nicht wieder aufgenommen, sondern wird behördlich beendet demnächst wahrscheinlich. Auch durch den Regierungswechsel natürlich bedingt. Das muss man auch mal selbstkritisch feststellen. In einem Rechtsstaat kann man Gott sei Dank noch, allerdings kostet es verdammt viel Mühe, natürlich kann man Gott sei Dank noch Rechtsverfahren zum Stoppen bringen. Und das müssen wir auch immer wieder mal dran denken. Ich bin ganz sicher, dass die Filtergemeinschaft oben die Planfeststellungsverfahren, wenn sie dann je eingeleitet werden, für da oben, für die ganzen Abschnitte, da wird es für die Bahn verdammt schwierig, denn die haben Erfahrung in den Dingen, nicht wie man daran gehen muss. So viel nur von meiner Seite dazu. Jetzt ist der Matze Burkhardt dran. Ja, jetzt ist der Matze Burkhardt. Halt, da drüben, rechts. Ja, ich möchte eigentlich gar keine Frage stellen. Ich möchte nur kurz die Möglichkeit nehmen, nachdem wir es jetzt schon mehrfach hatten, gerade mit dem Interesse der DB. Das gibt es ja als allgemein bekanntes Video wahrscheinlich mittlerweile schon, der Parkschützer, in dem sie auf die Finanzierung von Stuttgart 21 eingehen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir jetzt in unserem weiblichen Bündnis geschafft haben, eine kleine Info-CD zu erstellen zu Stuttgart 21. Und da ist dann auch zum Beispiel noch mal, wer zum SPD den Aufruf von Klaus auf der Großdemo hören möchte, der ist da auch noch mal drauf. Und unter anderem dann auch noch mal ein paar Fakten einfach zu Stuttgart 21. Wenn ich mir das anschaue, haben wir das leider eine viel zu geringe Stückzahl jetzt vorhanden. Aber man kann das ja auch ruhig selber weiterreichen. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass die da sind. Und wer da noch Verbesserungsvorschläge hat, kann sich auch gerne an uns wenden. Wer noch Artikel hat, die da drauf sollten oder man sich vorstellen könnte. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir jetzt eine Info-CD zu Stuttgart 21 besitzen, auf der dann gerade dieses Video auch drauf ist, wo man dann über die Finanzierung sich mal ein bisschen nochmal anschauen kann und dann einfach logisch sieht, welches Interesse die Bahn an so einem Projekt hat. Wenn sie dann an die Börse irgendwann geht, dann ist es eben praktisch, wenn man viel Kapital hat. Das ist ja einfaches ökonomisches Grundwissen. Und ja, wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Die CDs gibt es vorne, kann man sich einfach melden. Den sieht man. Da fällt der Name rein. Sie haben sich doch vorher gemeldet. Sie sind drin rein, nicht mehr? Okay. Dann hier die Dame am Pfeiler. Ich hätte noch eine Frage, eigentlich an dich, Klaus. Wenn ihr mit den Juristen sprecht, könntet ihr mal klären lassen, ob das überhaupt zulässig ist, wenn es in dem tiefer gelegten Bahnhof brennt und die Rolltreppen und Fahrstühle abgestellt werden, dass es für Behinderte keine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Das ist doch ein Wahnwitz, wenn der Grube sagt, die müssen von Freiwilligen getragen werden. Okay, Karli, der Bottak wird sicher gleich auch noch was dazu sagen. Hier eine Information, die Ingenieure gegen S21 werden am Samstag im Vorfeld des SPD-Parteitags in Sindelfingen ihr Engpassmodell aufbauen. Das ist ein sehr, sehr teures, hat glaube 15.000 Euro gekostet und es ist mühsam aufzubauen. Wir wollten es auch nach Waiblingen holen, aber es ist völlig aussichtslos von den Kosten her zu machen und man braucht auch sehr viel Platz. Also wir bräuchten riesige Spenden und das schaffen wir einfach nicht. Aber wen es interessiert, dort wird es aufgebaut. Es war ja mal auf dem Schlossplatz aufgebaut, nicht? Und man hat dann auch Mitmachtheater gemacht und hat gezeigt, wie so Situationen, die haben das millimetergenau einen Bahnsteig nachgebaut. Ja, das ist fantastisch. Also, wenn Sie da mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl kommen, geht nichts mehr. Wo ist das dann in Sindelfingen? Was? Stadthalle in Sindelfingen und das Modell ist sicher ab 10.30 Uhr. Der Parteitag beginnt, glaube ich, 11.30 Uhr und das Modell steht so von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Stadthalle Sindelfingen. Also auch jetzt wieder, ich habe mit den, ja,
Entschuldigung, Herr Bodak, es soll wohl in der Schillerstraße stehen. In der Schillerstraße, also nicht direkt vor der Stadthalle. Da haben Sie keine Genehmigung, da können wir jetzt auch wieder viel dazu sagen. Ich glaube. Aber ersparen Sie mir das. Ja. Meine Hausherr an dem Tag ist meine Partei. Also die, meine Damen und Herren, die Bahnplaner sind in der Zwangssituation, dass sie nur diese 100 Meter Breite haben, die man abreißen kann, wo man das Loch graben kann und da die 4 Bahnsteige mit 8 Gleisen unterbringen müssen. Die Bahnplaner haben also eine extreme Zwänge und kommen deswegen zu diesen relativ schmalen Bahnsteigen und zu der Enge dort. Es kommt jetzt noch dazu, dass der Architekt Ingenhofen verlangt, kategorisch verlangt, dass die Rolltreppen und die fußläufigen Treppen in einer Ebene liegen. Weil ich habe denen gesagt, Leute, seid ihr verrückt geworden auf dem ohnehin schon schmalen Bahnsteig. 2 Rolltreppen und die fußläufige Treppe in eine Ebene zu legen. Würde man die Treppen verschieben, ist ja gar kein Problem. Dann wäre doch da mehr Platz. So, der Ingenhofen, der Architekt, ist unerbittlich. Er verlangt, die Treppen sind, so war das im Wettbewerbsmodell dargestellt, er hat den Wettbewerb gewonnen, er verlangt das. Die Bahnplaner sagen, wir können nichts machen, der verlangt das so. Jetzt haben wir die Situation, ja, das sind alles solche tragischen, meine Damen und Herren, das sind wirklich ganz tragische Entwicklungen. Erstmal die Enge, dass man nicht breiter bauen kann. Ursprünglich wissen Sie vielleicht, der Heimann hatte vorgeschlagen, 2 Gleise Schnellverkehr unter den Querbahnsteig zu legen. Und da fahren nur diese Hochgeschwindigkeitszüge unter dem Querbahnsteig, alles andere bleibt im Kopf. Das war der ursprüngliche Plan. Dann kam der Dürr und sagt, wenn dann alles und so weiter, 8 Gleise und okay. So, und jetzt sind da die ganzen Zwänge, jetzt kommt das und so. Und jetzt kommt jetzt nochmal zu dem Rettungskonzept. Die Deutsche Bahn hat bei den vorhandenen Hochgeschwindigkeitsstrecken sogenannte Tunnelrettungszüge. Das sind Züge, die hermetisch abgeschlossen sind, feuerfest, mit Sauerstoffversorgung, alles drin. Diese Züge sind natürlich teuer, aufwendig, die müssen ja Tag und Nacht einsatzbereit sein. Jetzt hat man gesagt, für Stuttgart 21, wir sind eine Aktiengesellschaft, wollen wir uns das natürlich nicht antun, solche Züge hier hinzustellen. Die müssen ja auch mit Diesellok betrieben werden, Dieselzüge dürfen sowieso da gar nicht reinfahren, also für alle Schwierigkeiten. Jetzt hat man sich verständigt, dass hier das Selbstrettungskonzept praktiziert wird. Die Kundschaft rettet sich selbst. Ja, das ist Sachverhalt, weil das einfach wirtschaftlicher ist. Die Leute, so und in Stuttgart Tief, beim Tiefbahnhof, hat man das Konzept, dass man Feuerwehrzufahrten von der Heilbronner Straße hat und von der Neckarstraße. Dort gibt es Feuerwehrzufahrten in den Bahnhof rein, auf die Gleisebene. Die Gleise werden mit Betonplatten ausgelegt, sodass die Feuerwehren dort unmittelbar reinfahren können. Und die Menschen können auch auf diesem Wege ohne Treppen rauskommen. Insofern erscheint mir jetzt das zunächst mal plausibel. Natürlich ist das nicht kompatibel mit dem Kopfbahnhof. Wenn im Kopfbahnhof etwas explodiert, geht die Sprengwirkung nach oben. Sie können nach allen Richtungen weglaufen. Der Tiefbahnhof ist grundsätzlich immer gefährlicher. Und dieses Konzept ist aber jetzt im Flughafenbahnhof nicht praktikabel, weil der Flughafenbahnhof 26 Meter tief ist. Dort gehen die Rolltreppen zickzack da hoch. Da müssten Schleusen eingebaut werden. Man hat da alles Mögliche schon diskutiert. Ein Bahnkollege hat mir gesagt, es gibt die Variante, 8 feuerfeste Stellaufzüge zu installieren vom Bahnsteig Tiefbahnhof, um da die Leute per Aufzug in Brandfalle rauszukriegen. Problem ist, wie geht ein Aufzugtür zu, wenn es 500 Leute da drängen, 100 passen in Aufzug. Mir ist es schleierhaft, wie die das machen wollen. Es geht gar nicht. Die Dinge gehen nicht. Genau. Ja, also die SMA, von der hat man es ja vorher schon mal, die soll ja eigentlich den Stresstest überprüfen und dann eine Stellungnahme dazu abzugeben. Jetzt gibt es verschiedene Gerüchte, dass einmal die Bahn Hauptauftraggeber der SMA ist und zum Zweiten, dass die Bahn sogar Anteile der SMA gekauft hätte. Ganz auffällig, dass im März der Vorstandsvorsitzende der SMA, der sich letztes Jahr noch vehement da
eingesetzt hat, zurückgetreten ist oder zumindest das Unternehmen verlassen hat. Haben Sie da irgendwelche Informationen dazu? Also der Grund für den Ausstieg ist, des Vorstandschefs ist offiziell unterschiedliche Vorstellungen über die Geschäftspolitik. Da kann man sich ja alles drunter vorstellen, aber das würde auch gut zusammenpassen. Eine zweite Frage, die noch an die Doppelstockwagen von vorher anschließt. Wir gehen ja davon aus, dass der Bahnverkehr in den nächsten Jahren zunimmt, oder wir hoffen es. Und es gibt die Aussage, ich glaube, es war ein Vertreter von Pro Bahn, dass zum Beispiel im Hauptbahnhof in Bern große Probleme bestehen, mehr Züge fahren zu lassen, weil man die Leute nicht mehr vom Bahnsteig wegbekommt. Das ist ein Durchgangsbahnhof. Während in Zürich es problemlos möglich ist, 400 Meter lange Doppelstockzüge mit dem Kopfbahnhof abzufertigen. Vielleicht können Sie da auch was dazu sagen. Zum letzten Punkt. Es ist natürlich ein Problem im Kopfbahnhof. Alle Menschen müssen ja dann, oder fast alle, wenn sie nicht den Tunnel benutzen, dann den Bahnsteig über den Querbahnhof, Bahnsteig verlassen. Und das kann natürlich, wenn Sie jetzt lange und volle Züge haben, dann ist natürlich die jetzige Bahnsteigbreite auch im Kopfbahnhof nicht günstig, nicht genug, weil die Wartenden oder zum Zug gehenden und die Weggehenden sich natürlich behindern. Das können Sie in Extremfällen heute auch schon beobachten. Mein Vorschlag ist deswegen, dass wenn man neue Hallen baut und die Stützen auf den Gepäckbahnsteigen entfallen, ja, weil die Hallen freitragend sind, dann könnte man den Gepäckbahnsteig erhöhen und zum Aussteigen verwenden. Dann ergibt sich die gute Situation, dass auf dem Gepäckbahnsteig die Leute nur Richtung Querbahnsteig gehen, auf dem anderen Bahnsteig die Leute in der Richtung. Das sollte man einfach mal diskutieren, ob sowas sinnvoll ist. Dann geht das Aussteigen auch schneller, weil sich beide Türen öffnen, gerade bei den Doppelstockwagen. Dann geht man durch eine Tür raus und die andere kann man rein. Es geht nicht die ganze Zeit raus und rein, weil dann im Wagen sich die Menschen kreuzen. Also es gibt da gibt es Möglichkeiten des Kopfbahnhofes, die man ernsthaft diskutieren sollte. In München haben wir diese Lösung. Wir schaffen die 30-Sekunden-Halte. Also wir haben in München auf der S-Bahn Zugfolgezeiten von 90 Sekunden. In Stuttgart scheitern sie ja schon bei der 3-Minuten-Zugfolge, die nicht mal gut funktioniert. Ja? Wir fahren in München planmäßig im Berufsverkehr 90 Sekunden Zugfolge. Wir haben also von unserem Ort Gröbenzell alle 10 Minuten eine S-Bahn im Berufsverkehr, auf anderen Strecken auch, und fahren 7 Strecken in den Tunnel rein. Also, und haben, das schaffen wir nur, weil wir links und rechts Bahnsteige haben. Wir halten 30 Sekunden, nach rechts wird ausgestiegen und links wird eingestiegen. Das funktioniert hervorragend und ich sage, aus diesen Erfahrungen kann ich den Stuttgartern das nur ans Herz legen. Also das könnte man im Kopfbahnhof machen, im Tiefbahnhof geht das nicht. Die zweite Frage, SMA. SMA heißt Stohler Mitarbeiter Aktiengesellschaft. Das ist der Stohler, der Gründer, hat seinen aktiven Einsatz sehr stark reduziert und hat die Firma über Aktien einen großen Teil der Mitarbeiter überlassen, sodass die Mitarbeiter ein hohes Maß an Selbst- und Mitbestimmung haben. Ich finde das ein hervorragendes Modell. Ich finde das also sehr vorbildlich. Und man muss eins sehen, die Deutsche Bahn ist der größte Auftraggeber für diese Firma. Und meine Wahrnehmung ist, dass die Mitarbeiter durchaus Angst und Sorgen haben, dass die Aufträge der Deutschen Bahn wegbrechen. Das muss man, wenn Sie, das sind 30 Mitarbeiter, wenn Sie da säßen, ich glaube, Sie hätten die ähnliche Sorgen. Und deswegen ist auch, als dieses Fahrplanstudie der SMA, die erste Studie vor 2 Jahren, verraten wurde von jemandem, hatte ich mit den Mitarbeitern in Zürich gesprochen, habe die informiert, dass dieser Verrat passiert ist, dass der Stern berichten wird. Es ist da direkte Panik ausgebrochen. Die sind wirklich in Panik verfallen, haben gesagt, Gottes Willen, das ist unser Ende. Also das muss man einfach verstehen. Und der Herr Stohler ist da sehr zurückhaltend. Herr Stohler ist ein außerordentlich aufrechter, ehrlicher Mensch, der wird aus meiner Einschätzung nie etwas sagen, was er nicht aus eigener Überzeugung vertritt. Aber er ist Verwaltungsratspräsident, heißt das jetzt in der Schweiz, das darf man sich jetzt nicht
praktisch Aufsichtsrat, wenn Sie so wollen, und und hat dieses aktive Geschäft seinen Mitarbeitern übergeben. Es ist, man muss einfach sagen, eine außenstehende Firma in so einer Abhängigkeit in dieser Situation aus meiner Sicht überfordert. Das ist einfach meine Einschätzung. Das kann niemand vorhersehen, wie die Bahn reagieren wird. Wenn die Bahn dieses Projekt verliert und Geld macht, dass sie Milliarden Steuergelder hätte bekommen können, wenn das weitergegangen wäre, dann muss sie auch sehen, dass die Einschätzung da in Zürich auch so sein kann, dass man sich da lieber zurückhält, am liebsten einen solchen Auftrag überhaupt nicht durchführt und der Bahn das überlässt. Die Bahn besitzt die Programme, SMA ist groß geworden durch ein Rechenprogramm, ein außerordentlich komplexes Programm, das diese Zugleistungen von ein ganzes Land rechnen lässt, mit allen Anschlüssen, fantastisch. Die Bahn hat Dutzende dieser Programme gekauft, die Deutsche Bahn kann das ganz genauso mit dem Programm der SMA. Und das Einzige ist, wir müssen denen da natürlich mitwirken und darauf passen, dass hier nicht in der Qualität gemogelt wird. So, vielen Dank. Jetzt habe ich ganz hinten drei Wortleitungen gesehen. Ja? Da die erste und dann ganz hinten noch zwei. Ich bin da vorne. Ach, du bist jetzt da vorne. Entschuldigung. Herr Bodak, Sie haben ja sehr umfassend und faktenreich Ihre Argumentation vorgetragen. Nun stelle ich fest, dass gerade bei S21-Befürwortern ein Symptom oft vorhanden ist, zu beobachten ist, eine gewisse Immunität gegen Fakten und auch ein Desinteresse natürlich an Fakten. Das lässt mich auch nicht besonders optimistisch einer Erfolgsentscheidung gegenüberstehen. Aber Sie haben ja viele gewichtige Gesprächspartner auch in Parteien. Und in meiner Partei, ich bin auch einer der Mitglieder der SPD gegen S21, da ist ja zum Beispiel, im Landtag sind jetzt, sage ich mal, ja immer noch die Befürworter in der Mehrheit, aber nicht die ganze SPD-Landtagsfraktion ist für S21, das muss man auch mal sagen. Unsere Landtagsabgeordnete Katrin Altpeter hat sich zwar nicht zu vernehmlich, aber doch jedenfalls mir gegenüber und anderen gegenüber deutlich geäußert, dass sie einmal zugestimmt hat und dieser ganzen Entwicklung inzwischen sehr skeptisch gegenübersteht. So hat sie es argumentiert und ich meine, bessere Einsicht ist ja nicht verboten. Deshalb die Frage an Sie, haben Sie mit den Gesprächspartnern, die Sie eben haben, bei denen den Eindruck, dass da was in Bewegung gekommen ist, nachgedacht wird, überlegt wird, ob das vielleicht nicht doch falsch war. Zweite Frage, Sie haben gesagt, die Bahn argumentiert so, wir kriegen das Geld, die wollen das, also bauen wir das. Ich höre aber immer wieder Politiker, die sagen, das ist ein Bahnprojekt. Das ist ein Bahnprojekt, da haben die zu entscheiden. Das ist ein Widerspruch, den ich jetzt nicht auflösen kann. Und das Dritte ist, der Herr Arnoldi war kürzlich ja auch mal hier und der hat gesagt, das ist gar kein Bahnprojekt, das ist ein Immobilienprojekt. Und der Bahnverkehr wird zum Opfer dieser Immobilieninteressen. Teilen Sie diese Auffassung? Also ich muss feststellen, dass, also ich habe die Informationen, die ich den Grünen gebe und die habe ich gleichermaßen auch an die SPD-Verantwortlichen geschickt. Also, aber ich habe da nie eine Reaktion. Ich kann nicht sagen, ob die das gelesen haben oder aufgenommen haben. Ich weiß das nicht. Ja? Also ich kann dazu nichts sagen. Die zweite Frage war mit dem Immobilienprojekt. Es war ursprünglich de facto doch ein Bahnprojekt. Herr Dürr hat das in Gang gesetzt mit der Idee, er könne die doch relativ heruntergefahrenen Bahnanlagen aller großen Städte, die sind alle nicht in einem modernen Zustand, ja, dass er dafür Geld bekommt durch die Grundstücksverkäufe. Er hatte konkret die Idee und sagt, wenn wir die Grundstücke verkaufen, kriegen wir so viel Geld, dass wir eine modernste Bahnanlagen natürlich unter der Erde haben. Und dieser Gedanke ist ja legitim für einen Bahnvorstand, dass das irreal war, von vornherein, das hat der Dürr nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Denn wenn Sie für einen
eine Bahnanlage, ein Tunnel, kostet in der Stadt immer 500 bis 1000 Euro pro Kubikmeter. Ja? Ein Meter mal ein, ja? Pro Kubik mit den Gleisanlagen, was alles da war. Ja? Im Durchschnitt pro Kubikmeter können Sie mit 500 bis 1000 Euro rechnen. Und wenn Sie für den Grundstück 1000 Euro kriegen, weil das ist ja verseucht, das ist ja Bahngelände, das ist ja kein direktes Akt, da haben Sie viel Geld noch zu investieren, bevor Sie überhaupt bauen können. Dann können Sie da gerade mal einen Meter drunter bauen oder maximal zwei Meter. Sie müssen aber acht Meter bauen, um da unten eine Bahnanlage zu haben. Also das reicht nie. Und Herr Dürr war nun eben ein theokratischer Herrscher, dem man das nicht sagen konnte und der sich nur hat durch den Stopp, die alle Parlamente, Frankfurt, München, Saarbrücken, alle die das, haben das ja alle abgelehnt. Herr Dürr war da höchst entsetzt und hat gesagt, das ist ja Deppen und so weiter, dass sie das nicht machen. Die Stuttgarter haben das dann erstaunlicherweise akzeptiert, obwohl diese Vorstellung völlig irreal ist, wenn man da nachrechnet. Gut, war das alles, ist das jetzt richtig erschöpfend beantwortet, Ihre Frage, oder war dann noch, ja, oder? Ja, ich denke. Also, und das Immobilienprojekt ist dann von der Stadt so gesehen, schauen Sie mal, die Stadt Stuttgart, nach Grundgesetz ist die Bahn ein Geschäftsfeld des Bundes. Die Schulen sind Geschäftsfelder von Städten, Gemeinden, Landen. Die Bahn ist ausschließlich Geschäftsfeld des Bundes. Und im Grunde genommen darf eigentlich niemand außer dem Bund die Bahn finanzieren. Das ist einfach Grundgesetz. So, und jetzt hat die Stadt, kann natürlich nicht Milliarden der Bahn geben. Und dann haben die dieses Grundstücksgeschäft erfunden, das ja sehr windig ist aus meiner Sicht, weil ein Kauf gar nicht möglich ist. Der Kauf ist auch gar nicht erfolgt, ist auch gar kein, weder im Grundbuch, gucken Sie beim Stuttgarter Grundbuch nach, da steht nirgendwo auf dem Bahngelände die Stadt Stuttgart eigentlich keine Auflassungsvormerkung, überhaupt nichts. Also es ist, also ich sag mal so, als Häuslebauer, ja, habe ich da ein Grundstück nur gekauft mit dieser Auflassungsvormerkung und so weiter, haben wir, meine Frau und ich, da kritisch hingeguckt, bevor wir uns da in Gröbenzell da so ein Grundstück gekauft haben, ja. Aber die Stadt Stuttgart hat einfach so einen Vertrag geschlossen, ohne irgendeinen realen Gegenwert zu bekommen, im Vertrauen darauf, dass der Bahnvorstand das vielleicht dann doch irgendwann mal einlösen wird, was man mit diesem Geld verspricht. Und diese Versprechungen, die man da gemacht hat, die sind maßlos übertrieben, teilweise irreal, ja, leistungsfähig alles. Und das haben die Bahner gemacht, um das Geld in die Kasse zu kriegen. Und die Politiker haben das einfach geglaubt. Also, so stellt sich das einfach für mich dar. Also es gibt sehr glaubwürdige und profunde Papiere von Juristen zu diesem Vertrag, zum Grundstücksvertrag, der ist sehr leicht aufzulösen. Also da gibt es ein Rücktrittsrecht und so weiter, das ist geregelt. Also der Vertrag ist überhaupt kein Problem, ja, den rückgängig zu machen. Was wahrscheinlich passieren wird, wenn er rückgängig gemacht wird, ist, dass die Stadt Stuttgart auf die Zinsen wird, zumindest zum großen Teil verzichten müssen. Denn das wird sie juristisch wahrscheinlich gar nicht realisieren können. Und um andere Kosten der Bahn wiederum dann dadurch wegzudrücken. So wird es wahrscheinlich laufen. Also das ist, denke ich, kein großes Problem. Da brauchen Sie keine Sorgen machen. Jetzt möchte ich aber fair sein und möchte die beiden Wortmeldungen da hinten abrufen. Bitte, sprechen Sie bitte sehr laut. Ist gerade schon erfolgt, wir haben uns zu dritt gemeldet, dass einer drankommt. Ja, ich habe direkt dazu noch eine Frage bei dem Problem, das ja jetzt offensichtlich ist mit dieser Mischfinanzierung. Da sagt die Bahn einmal, um diese Mischfinanzierung zu akzeptieren oder durchzubringen, sagt sie, es ist ein Bahnprojekt. Und dann aber andererseits sagt sie, es ist ein Immobilienprojekt, denn dann ist die Mischfinanzierung ja wohl statthaft juristisch. Und jetzt weiß ich nicht, was ist es jetzt eigentlich, ne? Wenn es ein Immobilienprojekt ist, dann ist die Mischfinanzierung wohl juristisch akzeptabel. Wenn es ein Bahnprojekt ist, ist die Mischfinanzierung nicht akzeptabel juristisch. Und da wird ja wohl dagegen angegangen von den Juristen gegen S21.
Also auch hier, ich muss sagen, ich bin kein Jurist. Aus meiner Sicht ist eine Mischfinanzierung überhaupt nicht legal. Es ist legal, dass die Bahn Grundstücke verkauft, wenn die Grundstücke entwidmet sind und die Bahn und die Städte, Gemeinden Grundstücke kaufen, die sie irgendwie verwerten können. Dass eine Stadt ein Grundstück kauft, zum Beispiel, warum kauft Waiblingen überhaupt mal diesen Bahnhof hier mit diesen S-Bahn steigen, können sie doch mal für 100 Millionen der Bahn abkaufen. Dann stellen wir vielleicht ein Schild an, dieser Bahnhof besitzt Waiblingen, aber ja, also das ist, ein Kauf ist möglich, aber ich halte es auch für illegal, dass man, um ein Immobilien, ein Bahnhofbau zu finanzieren, an DB Regio einen überhöhten Preis für die Zugfahrten bezahlt. Verstehen Sie? Das ist nach der EU-Satzung und nach den Gesetzen ist es verboten, dass eine Firma, eine Deutsche Bahn, eine Infrastruktur finanziert über überhöhte Zahlen bei DB Regio. Denn dann müssten die Leistungen ausgeschrieben werden und dann kommt irgendeine andere Firma, fährt da zum halben Preis, ja die Leistung. Und dann muss das darf das Steuergeld nicht in dieser Höhe da verschoben werden. Herr Gruber hat versichert, in der Bahn gäbe es chinesische Mauern, sodass niemals Geld von DB Regio oder Fernverkehr ins Netz und umgekehrt fließen kann, weil die EU das vernimmt. Dass der Vertrag sagt genau das Gegenteil. Es ist offensichtlich, wird das Immobilienprojekt vom Land über diese Bestellerentgelte, die legal sind, dass das Land Züge bestellt, ist völlig legal. Die Verwendung dieser Mittel, um damit hier einen Bahnhof zu bauen, das ist aus meiner Sicht illegal. Ja, jetzt habe ich also keine Wortmeldung mehr. Das ist da vorne ein bisschen schwierig. Ja. Ich habe zwei Fragen, eine ganz kurze, nochmal zum Gleisvorfeld. Ich habe gehört, dass die S-Bahn jetzt vom Norden reinkommt und später von dieser Mitternachtstraße, von diesem neuen unterirdischen S-Bahnhof, dass die nach wie vor dann oben bleiben und erst dann jetzt bei der Bücherei dort, wie jetzt auch in diesen S-Bahn-Tunnel einfahren dürfen. Das heißt, das Gleisvorfeld wäre dann gar nicht ganz frei. Stimmt das? Und dann habe ich noch eine zweite Frage mit dieser juristischen Geschichte. Und zwar habe ich mal gehört, die Bahn hat also beim Übergang in ein privatwirtschaftliches Unternehmen praktisch das Bahngelände geschenkt gekriegt vom Staat, aber eben nur die Teile, die auch wirklich der Bahn für den Bahnverkehr erforderlich sind. Das heißt also, dieses Gleisvorfeld, was dann entwidmet würde, das darf die Bahn gar nicht verkaufen, weil das muss in diesen Fonds, Altlasten der Reichs- und Bundesbahn übergeben. So ist mein Kenntnisstand. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Bei der Gründung der Aktiengesellschaft hat der Bund 70 Milliarden D-Mark Schulden von den beiden Bahnen übernommen und im Gegenzug verlangt, dass alle Grundstücke, die nicht für den Bahnbetrieb notwendig sind, diesem Eisenbahn, Bundeseisenbahnvermögen übergeben werden, damit man einen Teil der großen Schulden über diese Grundstücksverkäufe decken kann. Und da kann es natürlich jetzt strittig sein. Also klar ist, dass der Kopfbahnhof zu diesem Datum voll dem Bahnbetrieb diente und damit der Deutschen Bahn AG übergeben wurde. Alle Flächen, die zu diesem Stichtag nicht dem Bahnbetrieb dienten, sollten dem BEV, dem Bundeseisenbahnvermögen, übergeben werden. Und das ist durchgeführt worden, wie das im Einzelnen exakt, das weiß ich nicht. Ja, ob das nun wirklich jetzt metergenau hier in Stuttgart passiert ist, kann ich nicht beurteilen. Der Verlauf der S-Bahn, wann die runter und drauf wird, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Da muss man nachgucken. Also ich weiß das, vielleicht weiß das jemand von Ihnen, wie die S-Bahn-Verlauf in der Höhenlinie ist, das weiß ich nicht. Weil sonst müssten die ja praktisch den jetzigen S-Bahn-Tunnel verlängern, praktisch unter dem Gleisvorfeld in Richtung dieser Mitternachtstraße. Und das ist meiner Ansicht nach nicht geplant. So, alles, was ich weiß, ist, dass die S-Bahn halt tiefer liegt als der geplante Durchgangsbahnhof.
Die S-Bahn fährt drunter her und der S-Bahn-Bahnhof, Hauptbahnhof, bleibt aus meiner Kenntnis so, wie er ist. Und ja, und wie der Verlauf ist jetzt in der Höhenlinie zur Mitternachtsstraße, das weiß ich jetzt sicher. Was war deine Wortmeldung, bitte? Herr Bodak, ich würde Sie gerne zu den Auswirkungen auf den Rems-Murr-Kreis befragen. Sie hatten vorhin den eventuellen Gütermehrverkehr auf der Remsbahn angesprochen. Die Frage ist das wirklich so ein dramatischer Mehrverkehr? Das hängt ja davon ab, ob man in Cannstatt eventuell eine Überleitung bauen, dass die Güterzüge von Kornwestheim dann ohne Kopf zu machen auch auf die Remsbahn fahren können. Andererseits gibt es ja auch Alternativen, da bei Schwäbisch Hall-Hessental scheint ja jetzt die Elektrifizierungslücke geschlossen zu sein. Könnte auch sein, dass ja dann dort mehr Güterverkehr stattfindet. Also ist die Auswirkung aufs Remstal wirklich so gravierend und bräuchte man da dann wirklich auch größere Lärmschutzmaßnahmen? Zwischen Badner und Schwäbisch Hall-Hessental ist die Strecke eingleisig. Das heißt, es dürfte immer ein Problem sein, natürlich, bei solchen Geschichten, wenn da Güter. Also Tatsache ist, dass der Güterverkehr in Ost-West-Richtung abgenommen hat, dass die Filztal-Strecke nicht voll ausgelastet ist. Das können Sie in den Streckenkarten der Bahn sehen. Es gibt auch Veröffentlichungen dazu. Und sodass im Moment keine Gefahr droht, dass hier Güterzüge mehr über das Remstal fahren. Das ist der. So, ich bin jetzt kein Experte für zukünftigen Güterverkehr. Der Güterverkehr ist von der Bahn umstrukturiert worden. Man hat den Einzelwagenverkehr, der zum Beispiel in diesem Lande in hohem Maße aufkam. Wenn Sie mal hier entlang fahren bis Friedrichshafen, jede Firma hatte einen Gleisanschluss. Die Bahn hat 3/4 aller Gleisanschlüsse stillgelegt, weil sie sich weigert, Einzelwagen abzunehmen. Deswegen die ganze schwäbische Industrie fährt, also diese Firmen, die Sie hier sehen, außer Daimler, ja, fahren keinen Bahngüterverkehr mehr. Die Bahn macht das einfach nicht mehr, weil sie das nicht als kostenträchtig, kostendeckend sieht und fährt alles per LKW. Schenker hat ja einen großen LKW-Verkehr. Weltweit macht die Bahn also viel mehr Güterverkehr auf Straße, Luft und Schiff als auf der Schiene. Und wenn jetzt tatsächlich, durch welche, sag ich mal, Krisen im Energie und so weiter, also jetzt doch wieder die Güter, die jetzt auf der Straße sind, auf die Schiene kommen würden, der Güterstrom Ost-West ist natürlich auf der Straße enorm, sodass dort die Notwendigkeit entstehen könnte, hier zu fahren. Meine Damen und Herren, wir müssen wirklich hier, gerade mal im Schwabenland, mit dem Lärmschutz wirklich was Neues erfinden. Die Abstrahlung für den Lärm sind die Schienenstege und die Radkörper. Und wenn Sie jetzt 5 Meter entfernt oder 3 Meter entfernt da Lärmschutzwelle errichten, dann strahlt der Lärm natürlich da oben rüber. Die Wirkung dieser Lärmschutzwelle ist bescheiden. Und die Wirkung in der Bezug auf Lärm ist bescheiden, aber auf die Landschaft und die Lebensqualität ist brachial. Wir müssen Mittel und Wege finden, den Lärm an der Quelle zu bekämpfen. Eine aktive Lärmbekämpfung am Schienensteg, in der Schiene selber und natürlich ganz nah bei den Rädern. Also Abschirmung der Räder, Abschirmung der Schienen. Und hier sind Innovationen gefordert. Ich glaube, wir sollten nicht so weitermachen, dass wir über Lärmschutzwände bauen, sondern dass wir andere Schallschutzmittel aktivieren. Es gibt da Ansätze. Es gibt Forscher, die haben alles Mögliche erfunden, die werden aber von der Bahn nicht akzeptiert, weil man mit diesen Lärmschutzwänden, da gibt es ein bundesweites Programm für Lärmschutzwände, da werden 1000 Kilometer jedes Jahr da irgendwie finanziert. Also baut man diese fürchterlichen Mauern da in die Landschaft. Okay, vielen Dank. Da war noch eine Frage. Ich möchte noch mal kurz zurückblättern auf die Frage der Quersubventionierung durch den Regionalverkehr. Das ist damals, wie es abgeschlossen ist, bevor es abgeschlossen worden ist, in der Stuttgarter Zeitung lang und breit immer wieder gemeldet worden. Ich habe mich damals maßlos geärgert darüber, dass die Öffentlichkeit das einfach ignoriert hat. Jetzt haben wir den Salat. So viel zum Thema. Und Mitbürger, liebe Freunde, Sie haben den Verkehr, den Sie sich
erkämpfen. Und ich glaube, Sie rennen offene Türen ein bei der Nahverkehrsgesellschaft, wenn Sie einen Aufstand gegen diese Art von Vertragsgestaltung machen. Wir müssen natürlich aufpassen, mit diesen Ausschreibungen gibt es den Negativeffekt, dass andere Bahnen auch mit Dumpinglöhnen operiert haben in der Vergangenheit. Ein großes Problem. Die bayerischen Kollegen, darf ich sagen, die Bahner, die bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, haben in die Verträge geschrieben, dass jede bewerbende Bahngesellschaft einen Tarifvertrag mit einer der großen anerkannten Gewerkschaft vorweisen muss und dass 100% der Beschäftigten in einem Tarifvertrag bezahlt werden. Das hat das Landesparlament verboten. Das Parlament des Freistaats Bayern hat diesen Passus verboten. Aber de facto ist jetzt so, dass eigentlich alle Bahnen Tarifverträge haben und auch, dass die Deutsche Bahn natürlich auch mit ihren Mitarbeitern so, ich sag mal so, eng umgeht und kalkuliert, dass hier keine großen Unterschiede mehr sind, aus meiner Kenntnis. Baden-Württemberg haben keinen vernünftigen Qualitätssicherungsvertrag. Der Freistaat Bayern hat einen krassen Vertrag über die Qualität der Züge. Wir haben 35 Kontrolleure, die vom Land und von der Bahn paritätisch bezahlt werden, die laufend die Züge kontrollieren, Sauberkeit, Kratzer an Fenstern, Graffiti an Wänden, Bahnhöfen und so weiter, bis hin natürlich zu Verspätungen, Verkürzung von Zügen, führt alles zu Pönalen. Wir haben einen viele, viele Seiten Pönalen, Strafkatalog. Also jeder verschmutzte Zug, jede Graffiti führt zu Strafzahlungen. Und letztes Jahr hat allein DB Regio 24 Millionen Euro Strafe gezahlt. Und dieses Geld steckt Bayern natürlich wieder in Qualitätsverbesserung. Da kriegen wir Aufzüge, wir haben behindertengerechte Bahnhöfe, wir kriegen Renovierung. Alles aus diesem Geld. Und ich muss einfach sagen, den Kollegen in Baden-Württemberg, glaubt mal der Bahn nicht alle, dass es alles so wunderbar ist, sondern das ist eine Aktiengesellschaft. Jeder Mitarbeiter wird danach bezahlt, welchen Gewinn er schafft. Und die Qualität ist wirklich nur dann gesichert, wenn das an den Gewinn geht. Das Einzige, wo sie die Bahn treffen, ist das Geld und der Gewinn. Und an dem muss, das muss einfach so gemacht werden. Ich finde das eine kleine Zwischenbemerkung. Wir gehen dem Ende entgegen. Ja, also wir sind doch auch noch im kleinen Kreis. Wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, nicht, dann gehen wir gemeinsam sozusagen, beziehungsweise wir sitzen nachher auch gerne noch ein bisschen zusammen. Herr Bodak wird auch dabei bleiben, denn er schläft gleich nebenan in die Insel. Löst mich jemand ab, ich muss aufs Klo. Super. Ja, die Koalitionsvereinbarung zwischen den beiden Regierungspartnern war ja lange Zeit sehr umstritten. Und sie ist unter anderem wahrscheinlich deshalb zustande gekommen, weil beim Thema Volksabstimmung die Neubaustrecke herausgenommen wurde. Jetzt fragt man sich natürlich, was steckt da dahinter? Soll das bedeuten? Kann es vielleicht bedeuten, dass man sich etwa vorstellt, die Neubaustrecke zu bauen unter Verzicht auf den Tiefbahnhof? Und ist das aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll? Das haben wir schon mitbekommen. Sie plädieren ja für K21 erleichtert. Aber wäre das möglich? Wäre das technisch und wirtschaftlich sinnvoll bzw. möglich? Ja, ich hatte ja schon kurz gesagt, dass der Schaden, der menschliche Schaden, der durch die Neubaustrecke entsteht, die betroffenen Menschen, nur 10% von dem beträgt, was der Tiefbahnhof, die Bahnhofsanlagen, ja, einfach mal geschätzt. Und dass es deswegen ein naheliegender Gedanke ist, in Gottes Namen die Neubaustrecke zu bauen, weil dann nur wenige Menschen direkten, unmittelbaren Schaden, Beeinträchtigungen haben. Der Schaden für unser Gemeinwesen in Bezug auf das Geld ist für die Neubaustrecke nahezu genauso hoch wie für den Tiefbahnhof, weil diese Strecke durch die extrem teuren Tunnelbauten einfach auch extrem teuer ist. Und der Schaden liegt vor allen Dingen ökologisch über den erheblich höheren Energieverbrauch.
Und ich halte es durchaus für denkbar, dass man einen politischen Kompromiss sieht, der die Neubaustrecke vorsieht, wobei der Bund sich zurücklehnt. Der Bund wird die Gelder für die Neubaustrecke so strecken, dass die Strecke in 10 Jahren mitnichten, sondern erst in 20 Jahren fertig wird. Und dann relativiert sich der Schaden. Wenn da kein Zug drüber fährt, dann ist der Schaden auch relativ bescheiden. Dann ist der ökologische Schaden. Also später wird man dann sagen, aus Energiesparnisgründen fahren wir da einen Zug pro Stunde. Ja, einfach, weil man dann wirklich energiebewusst fahren muss. Und der Strompreis wird, ich sag mal, auch höher werden in Zukunft, wenn wir aus den Atomkraftwerken aussteigen. Das ist absehbar. Also wird dann das Land keinen Regionalexpress mehr darüber bestellen, aus verschiedenen Gründen. Und dann hält sich der Schaden in Grenzen, sage ich mal so. Dann ist da Geld verbuddelt worden. Und ich würde es eben sehr bedauern, weil man mit diesem Geld könnte man ganz Baden-Württemberg, meine Damen, da könnte man nach Ulm elektrisch fahren, Ulm-Friedrichshafen elektrisch fahren. Ein großer Vorteil für die Menschen auch dort, für die Umweltverschmutzung und alles. Ja, um von Diesel auf elektrischen Betrieb umzustellen. Da könnte man viele, viele, viele Engpässe beseitigen für das gleiche Geld und im ganzen Land einen integralen Taktfahrplan. Das kostet einen Bruchteil von dem, dass man wirklich die Anschlüsse herstellt. All das wäre natürlich viel sinnvoller. Aber ob das politisch durchsetzbar ist, das ist eben die Frage, die wir jetzt erleben werden. So, und jetzt die Last Minute Wortmeldung und dann kommen wir zum Schluss. Nix, lassen wir. Nachher, privatissimo. Ja. Vielleicht können Sie es nochmal ganz kurz im Stichwort sagen. Also zuerst muss ich mir vorstellen, ich kenne diese ganze Thematik, die heute hier behandelt worden ist, seit 1985. Ich kenne den Urschleim und darum darf ich jetzt was zur Geschichte kurz sagen. Das allererste war, wir brauchen, weil wir schon nach Stuttgart schnell kommen, noch eine Neubaustrecke, eine Schnellfahrstrecke nach Ulm. Und die war eben konzipiert zuerst durchs Vilstal. Sie haben es geschildert, dann wohl waren die Strecken voll. Dann hat man noch einen Ausweg gesucht. Da kam die autobahnnahe Trasse, um die Infrastrukturen zu bündeln. Und da wollte man aus dem jetzigen Hauptbahnhof über Cannstatt rausfahren, über Esslingen und dann über Plochingen und in die bei Wendingen und auf die autobahnnahe Trasse nach Ulmshausen. Zur Frage von vorhin, ob das überhaupt technisch möglich ist. Das ist technisch möglich und das war eine Lösung von vor 20 Jahren. Also insofern, das ändert aber nichts an der Tatsache, was Sie dargestellt haben, Herr Bodak, über die Vernunft oder Unvernunft dieser Neubaustrecke. Das ist ein ganz anderes Thema. Nur zur Frage, ob das geht und ob das machbar ist. Okay. Das war schon einmal abgehakt. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir dürfen zum Ende kommen unserer heutigen Veranstaltung. Ich darf mich ganz herzlich bei Professor Bodak bedanken für seine Ausführungen. Ich denke, wir haben auch heute wieder das eine oder andere Neue und vertiefend erfahren. Und das ist sozusagen ja unser Ziel, dass immer wieder etwas dazukommt und die Informationen durchgehen. Ich möchte Sie einladen, wir zum Beispiel, das Bündnis Waiblingen für K21, trifft sich zum Beispiel nächsten Mittwoch wieder um 19 Uhr. Also am 11. in der Eintracht zu einer Organisationsbesprechung, wie wir weitermachen. Wer da gerne mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Und wie gesagt, am 19.05. dann sehen wir uns sicher wieder bei Freudenreich. Und ich darf Ihnen verraten, wir sind natürlich auch über diese Veranstaltung hinaus längst in Planung von mindestens einer weiteren größeren Veranstaltung, dann wenn der Stresstest auf dem Tisch liegt. Und wir sind da in guten Kontakten mit sehr bekannten Menschen, die uns dann wahrscheinlich sehr kritisch etwas dazu sagen können. Keine Angst, wir machen weiter. Und wir werden auch, wenn es dann doch zu einer Volksabstimmung kommen sollte, werden wir natürlich auch vor der Volksabstimmung noch einmal im September oder Anfang Oktober dann sozusagen zuschlagen und versuchen, die Menschen zu überzeugen. Wenn gesagt wird, und das zum Schluss, dass es im baden-württembergischen Landtag eine Mehrheit für S21 gibt, ja gut, dann mag das ja so sein. Aber seit dem 27. März ist zumindest klar, dass es in Stuttgart
und in der Region keine Mehrheit unter den Menschen, unter den Wählerinnen und Wählern mehr für S21 gibt. Das ist, glaube ich, durch eine Volksabstimmung sozusagen in der Region, sprich durch die Landtagswahl, belegt. Und das zeigt, wer von diesem Projekt betroffen ist, lehnt es ab. Und deshalb denke ich, wäre es immer besser gewesen, die Region bzw. die Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts zunächst einmal zu fragen, wo wollt ihr denn hin? Herzlichen Dank, Karl-Dieter Bodak, und mein Parteivorsitzender Nils Schmidt hat ja vor kurzem auf eine entsprechende etwas andere Äußerung von Winfried Kretschmann gesagt, wir haben Benzin im Blut. Sie erinnern sich vielleicht, darüber ist ja berichtet worden, ich habe kein Benzin im Blut, sondern wir im Remstal, wir haben manchmal gern einen guten Tropfen von den Rebhängen dieses Remstals im Blut. Und davon wollen wir Ihnen heute einen Tropfen mit nach Hause geben, dass Sie dann zur Erholung sozusagen dieser Vorträge mit Ihrer Frau zusammen diesen Tropfen genießen können und sich gerne an Waiblingen und das Remstal erinnern. Herzlichen Dank und Ihnen einen guten Nachhauseweg. Jetzt kommt aus Plätze. Ganz am Schluss möchte ich mich doch auch bei den Verantwortlichen hier im Kulturhaus Schwaden ganz herzlich bedanken, denn das ist jetzt sozusagen so eine richtige Heimstätte für uns hier geworden. Es ist jetzt unsere 5. Veranstaltung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wir haben jetzt, also wir steuern jetzt langsam wirklich auf die Zahl 1000 Besucher zu, und das werden wir auch schaffen noch, ja, bei unseren Veranstaltungen. Das ist großartig. Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind, und eine gute Woche noch. Applaus